Was ist ein Verrechnungscheck? Fragen, die mit ist daherkommen, sind immer ein bisschen tückisch. Entweder hier ein Vollverb, was macht, was bewirkt ein Verrechnungscheck, um die Kurve zu kriegen, oder hier ein anderes Substantiv. In dem Fall schlage ich vor, hier ein anderes Substantiv. Ein Verrechnungscheck ist eine Urkunde, durch die, wenn wir das die auf die Urkunde beziehen, weil es die Urkunde heißt. Oder ein Scheck ist eine Urkunde durch den. Ja, wenn das den sich dann auf den Scheck bezieht. Da ich jetzt hier nur Urkunde stehen habe, sage ich eine Urkunde durch die der Aussteller seine Bank anweist, eine bestimmte Summe zu zahlen. Zahlen Sie gegen diesen Scheck, heißt es in meinem Text der Urkunde. Und Verrechnungscheck bedeutet dann, eine bestimmte Summe zu zahlen zur Verrechnung auf einem Konto. Das bedeutet, der den Verrechnungscheck einreicht, kriegt das Geld nicht bar ausgezahlt, sondern zur Verrechnung oder statt Verrechnung kann man auch sagen Gutschrift. Ja, zur Gutschrift ist vielleicht noch besser. Zur Gutschrift auf das Konto. Das heißt, was ist ein Verrechnungscheck? Ein Verrechnungscheck ist eine Urkunde, durch die der Aussteller seine Bank anweist, eine bestimmte Summe zu zahlen an denjenigen, der den Scheck einreicht. Zur Gutschrift auf dessen Konto. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.